Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Ich habe heute einen richtigen Power-Vinyasa-Yoga-Flow für euch, der schnelle Übergänge hat, der herausfordernde Haltungen mit dabei hat, wie zum Beispiel das Fallen Triangle oder Ekapada Kuninchasana. Wir haben auch ein paar lustige Übergänge dabei. Das Tempo ist relativ schnell und die Ausrichtungen sind eher nicht so intensiv, wie ihr es vielleicht bei mir gewohnt seid. Deswegen würde ich diese Yoga-Einheit eher in Richtung Stufe 2 einschätzen, eher schon für Yogis geeignet, die sich schon mit Yoga etwas auskennen, die die Begriffe kennen und vor allem auch die Haltungen schon einmal gehört oder praktiziert haben. Für diese Yoga-Einheit brauchst du eigentlich keine Materialien, du brauchst nur deine Yogamatte, vielleicht etwas zu trinken und vielleicht auch ein kleines Handtuch. Und wie immer, habe bitte stets im Kopf, wenn eine Haltung nicht so funktioniert, wie du es dir in deinem Kopf vielleicht vorstellst, ärgere dich nicht. Hab Spaß am Ausprobieren und ganz wichtig, höre und respektiere immer deinen Körper. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Power Yoga Vinyasa Flow. Los geht's! Nun, bevor die Yoga-Einheit direkt losgeht, möchte ich dir meinen Yamas-Niyamas-Kurs vorstellen. Zunächst, was sind eigentlich die Yamas-Niyamas? Hierbei handelt es sich um die 10 yogischen Lebensweisheiten aus dem Yoga-Sutra. Eines der Yamas ist zum Beispiel Ahimsa, die Gewaltlosigkeit gegenüber anderen und dir selbst. Mir haben die Yamas und Niyamas sehr geholfen, mich selbst zu entwickeln, Sicherheit zu gewinnen und Klarheit in meinem Leben zu schaffen. Das alles hat mich inspiriert, dieses Werkzeug an dich weiterzugeben. Dieser Kurs ist ein Wegweiser für deinen Lebensweg. Ob im Beruf, in deinen Beziehungen, deiner Familie und noch wichtiger, für dich selbst. Dich erwarten jeweils 10 Yoga, 10 Philosophie und 10 Journaling-Einheiten, in denen du dich intensiv mit dir selbst beschäftigst. Dabei kannst du direkt nach der ersten Einheit die Tipps in deinem Leben anwenden. Nimm dir diese wundervolle Zeit für dich und stärke die Beziehung zu dir selbst, werde achtsamer, selbstbewusster und entwickle Vertrauen in dein Leben. Alle Informationen dazu findest du auf niyama.academy/yamasniyamaskurs und natürlich auch in der Beschreibung des Videos verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der folgenden Einheit. Wir starten in der Haltung des Kindes. Zieh deine Wirbelsäule ganz aktiv in die Länge. Bring die Stirn zum Boden. Schließe deine Augen. Und nehme dir zunächst 2, 3 ganz tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich einmal auf. Komm in den 4-Füßler, tauche durch in Katze, Kuh. Komm in eine sanfte Rückbeuge. Ausatmen, roll dich ein, mach einen Katzenbuckel und schieb dich wieder zurück in die Haltung des Kindes. Diesen Wechsel machen wir jetzt 3, 4 Mal mit der Einatmung. Komm hoch in den 4-Füßler, tauche durch in die Kuh. Mit der Ausatmung roll dich ein, mach einen Katzenbuckel und schieb dich nach hinten in die Haltung des Kindes. Sehr gerne lasse deinen Atem in Ujjayi fließen, pass den Atem deiner Bewegung an. Mit der Einatmung richte dich auf und tauche durch in die Kuh. Mit der Ausatmung roll dich ein, Katzenbuckel und nach hinten schieben. Noch zweimal so. Und dann treffen wir uns alle im 4-Füßler.
Stell die Handgelenke unter der Schulter auf, Knie unter deiner Hüfte. Noch eine ganz kurze Runde, ganz freies Katzekuh. Biege und strecke deine Wirbelsäule. Nimm auch deinen Nacken etwas mit. Du darfst die Arme leicht beugen, strecken, deine Hüfte von Seite zu Seite schieben. Stell dann deine Füße einmal hinten auf, schieb deine Hüfte nach hinten und komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Halte deine Beine noch leicht gebeugt und trete auf der Stelle. Schieb im Wechsel rechte und linke Ferse in den Boden. Nimm deine Hüfte mit von links nach rechts. Achtung, mit der nächsten Einatmung komme in die Planke. Liegestützposition, mach dich hier ganz fest. Mit der nächsten Ausatmung senke dich über Knie, Brust, Kinn ab oder über Chaturanga, je nachdem, was du jetzt gerade brauchst. Mit der nächsten Einatmung, der Po schiebt dich durch in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Rücken strecken, schön lang ziehen und wieder auf der Stelle treten. Mach die Beinrückseiten gut warm. Einatmen in die Planke, aus, deinen Weg nach unten. Einatmen in die große Kobra oder auch heraufschauende Hund. Aus, herabschauen. Noch zwei kleine Vinyasa, genauso. Mit der Einatmung komm in die Planke, aus, deinen Weg nach unten. Ein, schieb dich durch in die Kobra, aus, herabschauen. Nächste Einatmung, ein in die Planke, dein Weg nach unten aus, in die Kobra ein, herabschauender Hund aus. Mach den Rücken richtig schön lang. Wir gehen jetzt auf eine ganz besondere Art nach vorne in Uttanasana. Heb einmal das rechte Bein nach oben an. Einatmen, mit der Ausatmung steige eine Fußlänge vor den linken Fuß. Beine gestreckt, wir wollen die Beinrückseiten gut warm machen. Nächste Einatmung, linkes Bein heben und steige eine Fußlänge vor den rechten. Ein rechtes Bein und so weiter. Links und rechts. Bis du vorne in Uttanasana bist und wenn du vorne bist, deine Füße stehen hüftbreit, Beine noch leicht gebeugt, locker deine Schultern, deinen Nacken, einmal tief durchatmen. Nimm deine Augen zum Boden und roll dich langsam nach oben auf. Wenn du oben bist, atme durch, locker dich, das, was du jetzt brauchst. Und dann stell dich ein, mein Tadasana, Füße hüftbreit, die Arme neben dir, Augen geschlossen. Atme tief durch. Achtung, mit der nächsten Einatmung ziehen mal die Arme nach oben, komm in eine sanfte Rückbeuge, Urdhva Hastasana. Nächste Ausatmung, komm nach unten in Uttanasana, Beine gerne noch leicht gebeugt. Nächste Einatmung, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken ist ein Tisch. Und nächste Ausatmung, steig zurück ins Brett. Hier nochmal ein, dein Weg nach unten aus. Ein in die Kobra, aus, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, steig nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge, aus, ganze. Komm nach oben ein, Hände vors Herz aus, nach oben ein
Uttanasana aus. In die halbe einrücken, ist identisch. Ins Brett aus. Hier nochmal ein. Dein Weg nach unten aus. Ein in die Cobra. Aus, herabschauender Hund. Einsteig oder spring nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Komm nach oben ein. Hände vors Herz aus. Wir werden ein bisschen dynamischer. Mit der Einatmung komm nach oben. Uttanasana aus. In die halbe ein. Und Achtung, direkt Chaturanga Dandasana. Steig oder spring ins Brett und komm auf deinem Weg nach unten mit der Ausatmung. Ein in die Cobra oder heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Schau nach vorne zu den Händen. Nächste Einatmung. Steig oder spring in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Nach oben ein. Hände vors Herz aus. Nach oben ein. Uttanasana aus. In die halbe ein. Chaturanga Dandasana aus. In die Cobra ein. Herabschauender Hund aus. Einsteig oder spring nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Nach oben ein. Hände vors Herz aus. Nach oben ein. Uttanasana aus. In die halbe ein. Chaturanga Dandasana aus. In die Cobra ein. Herabschauender Hund aus. Ein nach vorne in die halbe. Aus, Ganze. Ein nach oben. Hände vors Herz aus, noch eine Runde so. Ein nach oben. Uttanasana aus. In die halbe ein. Chaturanga Dandasana aus. In die Cobra oder Hund ein. Herabschauender Hund aus. Ein nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Aus, Ganze. Komm nach oben ein. Hände vors Herz aus. Durchatmen. Nachspüren. Nächste Einatmung. Komm nach oben ein. Uttanasana aus. In die halbe ein. Chaturanga aus. Heraufschauen ein. Herabschauender Hund aus. Wir bleiben hier. Durchatmen. Schieb aktiv deine Fersen in den Boden, gerne im Wechsel oder zusammen. Wir wollen noch mehr Energie in die Beine lenken durch einen Wechsel zwischen herabschauender Hund und Highlunge, sehr dynamisch, sehr schnelle Wechsel. Wir heben das rechte Bein an, ein, steig nach vorne zwischen die Hände aus. Nächste Einatmung, richte den Oberkörper auf, aus, setz dich tief. Leg die Hand in den Flächen aufeinander, pointe den Zeigefinger, verzahne die Hände und schieb dich noch einmal aktiv nach oben in die Länge mit der nächsten Einatmung und mit der nächsten Ausatmung. Herabschauender Hund. Linke Seite, hebe das linke Bein an, ein, steig nach vorne zwischen die Hände aus. Ein, richte dich auf. Mit der Ausatmung setz dich tief. Mit der nächsten Einatmung gib dir den Impuls noch einmal in die Streckung. Und herabschauender Hund aus. Rechtes Bein einheben, steig nach vorne aus. Ein, richte dich auf, setz dich tief, zieh dich in die Länge ein und herabschauender Hund aus. Linkes Bein ein, steig nach vorne aus.
Ein, komm hoch in den Heiland, setz dich tief aus. Ein, zieh dich in die Länge, herabschauender Hund aus. Noch einmal rechtes Bein heben, aus nach vorne. Ein, komm hoch, Heiland, setz dich tief. Ein, zieh dich in die Länge, aus, herabschauender Hund. Linkes Bein heben, nach vorne aus. Komm hoch, setz dich tief. Zieh dich in die Länge, herabschauender Hund. Durchatmen. Sehr gut. Wir heben das rechte Bein an, atme ein und jetzt bringe dein rechtes Knie zur Nasenspitze. Mache den richtigen Katzenbuckel. Einatmen, strecken, aus, noch einmal. Einatmen, strecken und jetzt zum rechten Ellbogen. Einstrecken, aus zum linken Ellbogen. Einstrecken und jetzt steck den rechten Fuß unter dem linken Arm hindurch. Stell die rechte Fußaußenkante links neben der linken Hand auf. Klappe den linken Fuß um. Nächste Einatmung, linker Arm zieht nach oben, hebt die Hüfte nach oben an Fallen Triangle. Sehr gut, hier nochmal ein und aus, bring die Hand wieder zum Boden. Der linke Fuß zieht nun einmal nach hinten oben durch in den dreibeinigen Hund, lass die Ferse zum Po fallen, dreh deine rechte Hüfte auf, erde die linke Ferse. Und jetzt drehe dreimal eine Runde mit dem rechten Bein. Lass das rechte Bein in deiner Hüfte kreisen. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Bleib aufgedreht. Schau unter der linken Achse hindurch. Lass den rechten Fuß hinter dir am Boden ab. Wir kommen in Wild Thing mit der nächsten Einatmung. Schieb deine Hüfte noch mehr nach oben. Sehr gut. Ausatmen. Wieder absetzen. Eins, zurück. In den dreibeinigen Hund, aus, herabschauender Hund. Bleibe hier oder fließe durch ein kleines Vinyasa. Ein in die Planke, dein Weg nach unten aus. Heraufschauen ein, herabschauen aus. Hebe nun das rechte Bein an ein, Knie und Nase aus. Schöner Katzenbuckel, ein in die Streckung, Knie und Nase aus. Ein in die Streckung, Knie und linker Ellbogen. In die Streckung ein und Knie und rechter Ellbogen. In die Streckung ein und Fallen Triangle auf der anderen Seite aus. Steck den linken Fuß durch. Rechter Fuß klappt um mit der Einatmung. Zieh dich hoch. Achtung, nächste Ausatmung. Bring die rechte Hand wieder zum Boden, zurück in den dreibeinigen Hund, Ferse fällt zum Po, dreh deine Hüfte auf, rechte Ferse erden. Und jetzt drei Runden mit dem linken Knie, dreimal in der Hüfte kreisen, zwei, drei, bleib hier schön aufgedreht. Jetzt nimm den Blick einmal unter der rechten Achse hindurch, wir bringen den linken Fuß zum Boden. Setz dich auf, nächste Einatmung, gib dir den Impuls in Wild Thing. Sehr schön. Bleibe hier. Und mit der Ausatmung setz dich ein bisschen ab. Einatmen, zurück in den dreibeinigen Hund. Aus, herabschauender Hund. Bleibe hier oder fließe durch ein kleines Vinyasa in die Planke ein. Dein Weg nach unten aus. Heraufschauen ein, herabschauen aus, durchatmen. Achtung, hebe nun das rechte Bein nach oben an, steig nach vorne aus. Nächste Einatmung, komm hoch in den Heiland, setz dich tief. Achtung, mit der nächsten Ausatmung, bring die Hände hinter dem Rücken zusammen. Verzahne die Finger,
Nächste Einatmung. Gib deiner Brust den Impuls nach vorne. Auch hier pointe gern die Zeigefinger. Hole nun den hinteren Fuß so weit nach vorne, dass du ihn in 45 Grad ungefähr aufstellen kannst. Krieger 1, Beinposition. Mit der nächsten Einatmung strecke das rechte Bein, Oberschenkel anspannen. Nächste Ausatmung, lehn dich nach vorne in die Pyramide. Deine Arme ziehen nach oben. Atme in die rechte Beinrückseite, zieh die rechte Hüfte ein bisschen zurück. Mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper auf, rechtes Bein wieder beugen und mit der nächsten Ausatmung Humbled Warrior, lehn den Oberkörper nach vorne, aber jetzt nicht mit der rechten Schulter auf dem rechten Oberschenkel oder Knie ausruhen. Wir sind daneben, Scheitel strebt Richtung Boden. Wir bereiten uns vor für Ekapada Kuninchasana. Löse deine Arme, bring die Hände zum Boden. Linken Fuß hinten aufstellen, tauche mit dem rechten Arm tief unter das rechte Bein ab, Hände aufstellen und dann probier dich am fliegenden Spagat, rechtes Bein nach vorne strecken, Gewicht nach vorne auf die Arme verlagern, linkes Bein ist hinten, hier nochmal ein und mit der Ausatmung Chaturanga in die Cobra ein, herabschauende Hund aus, durchatmen. Wir heben das linke Bein an, atme ein, steig nach vorne zwischen die Hände aus. Ein, komm hoch in den High Lunge, setz dich tief aus. Nächste Ausatmung, Hände hinter dem Rücken verzahnen, pointe die Finger, setz dich tief, Brustbein nach vorne schieben. Rechten Fuß etwas ranholen, aufstellen. Streck das linke Bein hier nochmal ein und mit der Ausatmung lehn dich nach vorne in die Pyramide. Arme ziehen nach oben Richtung Decke. Achtung, nächste Einatmung, richte dich wieder auf, linkes Bein beugen und mit der nächsten Ausatmung Humbled Warrior, Oberkörper nach vorne, unten sinken, links neben dem linken Bein durchtauchen, Scheitelkrone zieht zum Boden. Wir lösen die Hände, bringen die Hände zum Boden, tauchen mit der linken Hand, mit dem Arm unter dem linken Bein auf Hände aufstellen. Gewicht nach vorne verlagern, linkes Bein nach vorne, rechts nach hinten, hier nochmal ein und aus, Chaturanga, ein, heraufschauen, aus, herabschauen, sehr gut, durchatmen. Schau nun nach vorne zu deinen Händen. Mach dich bereit. Mit der nächsten Einatmung hüpfen wir nach vorne durch unsere Beine. Ganz egal, wie weit du jetzt hindurch hüpfen kannst. Versuch's einmal, verschränk die Beine, schieb die Füße durch dieses Loch da vorne. Drück dich gut vom Boden weg. Mach dich bereit, beug die Beine und mit der Einatmung hüpf nach vorne. Wir sind im Stocksitz. Füße geflext, Oberkörper ganz aufrecht, die Arme neben dir. Durchatmen. Nächste Einatmung, nimm die Arme nach oben, hol dir noch mehr Länge im Rücken. Ausatmen, lass dich nach vorne durchsinken. Paschimottanasana. Noch drei tiefe Atemzüge hier.
Langsam lösen. Rutsch etwas nach vorne auf deiner Matte. Greif in deine Kniekehlen. Wir sind in Navasana. Unterschenkel parallel zum Boden. Füße gefläumt, Arme gelöst. Wer möchte, kann noch in das volle Boot gehen. Beide Beine gestreckt. Versuch den Rücken lang zu halten. Versuch weiterhin zu lächeln. Bleib stabil. Und wenn du anfängst zu zittern, so wie ich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir bleiben noch für 3, 2, 1 und jetzt die Beine beugen, lass dich auf den Rücken ab. Sehr gut. Stell die Füße am Boden auf. Breite deine Arme nach rechts und links aus. Und lass mit der Ausatmung deine Beine zur rechten Seite ab. Hol das linke Bein gerne ein bisschen höher. Halte es fest mit der rechten Hand. 5 Atemzüge hier. Mit der nächsten Einatmung komm zur Mitte zurück. Lass die Beine zur linken Seite ab aus. Wenn du möchtest, hol das rechte Bein nach oben, blick zur rechten Seite. Auch hier 5 Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung komme zur Mitte zurück. Und wenn du möchtest, mache noch eine Umkehrhaltung deiner Wahl. Kopfstand, Schulterstand, Handstand. Fühl dich ganz frei. Wir halten 5 Atemzüge diese Umkehrhaltung. Und dann treffen wir uns alle wieder in der Rückenlage auf dem Boden. Lass dich nun wieder auf den Rücken ab. Ganz wohlverdient in Shavasana. Lege die Arme neben dir auf. Schließe deine Augen. Atme noch 2, 3 Mal tief durch. Und mit deiner Ausatmung erlaube dir, so richtig schwer zu werden. Richtig gelöst zu werden. Und dann genieße dein Shavasana in absoluter Regungslosigkeit und Entspannung für die nächsten 5 Minuten.
Vertiefe deinen Atem. Beginne deine Finger und deine Fußzehen zu bewegen. Kreise Hand- und Fußgelenke und streck dich einmal so richtig aus. Recke dich, gähne, mache die Bewegungen, die du jetzt brauchst. Finde nun nach oben in einen Sitz deiner Wahl. Halte die Augen noch geschlossen. Nehme dir ganz bewusst diesen Moment her, um noch einmal in dich selbst hineinzuspüren, in deinen Körper, aber auch in deinen Geist. Nehme die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen, schenke dir selbst ein warmes Lächeln und sei dir dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Vinyasa-Yoga-Praxis. Namaste. Vielen lieben Dank, dass du teilgenommen hast. Du kannst unglaublich stolz auf dich sein, dich der Herausforderung gestellt zu haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch und vor allem teile es mit deinen Freunden in der Social-Media-Welt. Wenn du mich verlinkst unter NicoleReier1 bei Instagram oder Niyama Studio, dann freue ich mich auch sehr, teile dies auch natürlich gerne. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.